Wenn die Annemarie Polka über den gesamten Schulhof schallt, dann ist wieder Sappuszeit. Der Abschlussjahrgang des niedersorbischen Gymnasiums zieht um die Häuser. Darunter auch Lucy Robinski und Max Leubauer. Beide konnten sonst immer nur beim Ausmarsch der Älteren zuschauen. Heute müssen sie selbst ran. Also ich konnte gestern ganz schlecht einschlafen, weil ich aufgeregt war, hätte ich gar nicht erwartet eigentlich. Aber also die Aufregung, die steigt jetzt noch, vor allem, weil es ja gleich losgeht. Ich konnte gut schlafen, aber dann, als ich hierher ankam, wusste ich, heute ist der Tag, an dem es wirklich richtig losgeht. Und dann freut man sich natürlich auch ein bisschen. Aufgeregt ist man, aber ich glaube, das ist ja normal. Das ist auch, finde ich, anders, als ich von anderen Schulen höre, weil wir wirklich durch dieses Sorbensein auch eine andere Gemeinschaft haben, eine andere Art von Gemeinschaft. Und man möchte das nach außen zeigen, man möchte auch mal in der Tracht sein, weil ich zum Beispiel komme nicht vom Dorf und ich kann das nicht jedes Jahr machen und dadurch war das auch immer so ein Wunsch von mir. Ein halbes Jahr haben sich die Schülerinnen und Schüler auf diesen Tag vorbereitet. Tänze, Lieder, Trachten, alles muss sitzen. Mitorganisatorin Angela Schurmann sorgt unter anderem dafür, dass auch alles schick aussieht. Die Schule hat dafür sogar einen eigenen Trachtenraum, in dem die Kleidung gepflegt wird. Schon seit 34 Jahren zelebrieren die Schüler des niedersorbischen Gymnasiums den Sappust. Der alte sorbische Brauch soll den Winter vertreiben. Dabei dürfen aber nicht alle Schüler des Abschlussjahrgangs mitmachen. Die Schüler müssen sich das schon verdienen, im Sinne von, dass man also entsprechend auch wirklich hinter dem Sorbischen steht. Wir haben dieses Jahr auch so ein richtiges Auswahlverfahren gehabt. Warum möchte ich an dem Sappust teilnehmen? Warum liegt mir das so am Herzen? Und dann wurde eine kleine Jury gebildet und dann hat man tatsächlich die Schüler dafür ausgewählt. Ja. Die Jungs haben es immer ein bisschen einfacher, weil bei den Jungs fehlen uns die Männer manchmal an der Schule. Neben Singen und Tanzen legen die Schüler aber auch eine ordentliche Strecke zurück. Nach der Eröffnung auf dem Schulhof ziehen sie durch die ganze Stadt. Etwa 6 Stunden sind sie unterwegs, egal bei welchem Wetter. Da ist Durchhalten angesagt. Also ich glaube, dadurch, dass wir in so einer großen Gemeinschaft sind und da alle viel Spaß dabei haben und zwischendurch auch getanzt wird und nicht nur gelaufen wird, also da ist man einfach also mit allen Gefühlen überschüttet. Ich glaube, da merkt man das gar nicht so richtig, die Anstrengung. Das kommt dann, glaube ich, erst nach den 6 Stunden. Nachdem die Füße langsam warm getanzt wurden, ging es auch schon los. Der Trachtenzug zieht Richtung Innenstadt. Gegen 20 Uhr haben sich dann alle wieder zur Abschlussdisco am Gymnasium getroffen.